Herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy US in mit der Resu. Ich bin Resu. Wir haben ein paar Ziehtests laufen. Okay, wir können keine Forschung beginnen. Dann lassen wir einfach mal die Zeit weiterlaufen und gucken, ob die Ziehtests fertig werden. Gut, wir könnten dem chinesischen Militär ein paar Zielsysteme, ein paar Scopes geben. Machen wir aber nicht. Ich will langsam die Reihe zu Ende kriegen. Und toll. Unbegabter Haufen. Tja. Was ist mit Pops? Haben wir Pops schon getestet? Ziellabor brauchen wir. Schon getestet, schon. Ich hoffe, dass sie es nicht ist. Dass sie nicht diejenige ist, die wir dann losschicken müssen. Du gehst auch. Die anderen brauchen wir jetzt nicht. Das wird schon hinhauen, ne? Ich nehme an, dass wir jetzt eine Mission machen müssen. Oh, ja. Terroranschlag, yay. Okay. Dann, wir haben Schotzi bei, wir haben Gabelstapler bei. Moose, warum sollen wir denn Moose mitnehmen? Bishop haben wir bei. Mega-Era, ja, warum nicht? Mega-Era mag ich. Und Bishop ist im Einsatz. Wir brauchen. Hier, Walker, das war der Scharfschütze. Leite ihm mal bitte das. Hier, Moin, du darfst den Skelettanzug. Den darfst du sogar behalten. Das Gewehr musst du dir ausleihen. Und das Scope auch. Und die Pistole. Okay, Papa Bär hat seine Granaten. Bishop braucht noch sein Medikit. Okay, dann geht's los. Terroreinsätze sind ja ziemlich leicht. Sollte nicht zu lange dauern. Wir landen. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Wir haben zivile Funksprüche abgefangen, wonach die Aliens in einem städtischen Wohngebiet aktiv sind. Gut. Vielleicht kriegt man es mit. Ich bin wirklich ungeduldig gerade. Oh. So ungeduldig, dass ich vergessen habe, hier die richtigen Waffen mitzugeben. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Im Prinzip kämpfen wir jetzt mit einer Person weniger. Hat höchste Priorität. Ich würde sehr gerne das Auto explodieren lassen. Okay, ich benutze Sturm und Schuss. Laufe hier hin. So, der ist weg. Hier benutzen wir den Begleitschaden. So, du erledigst bitte den. Walker erledigt den anderen. Wunderbar. Scharfrichter, was macht denn das? Und warum hat er das? Und zack. Mega-Era ist Unterstützer. Ist ganz sinnvoll, dass er auch unterstützt und Leute abholt, ne? So, Bishop lassen wir bis hier laufen. Kann ja kein Formwandler sein. Ich bin sehr froh, dass ich mir die Angst weiterhin angewöhnt habe vor Formwandler, dass ich mir das immer wieder hier sagen muss. Ja, hier gehen wir am besten weg. Moving to position.
get to the ship and keep your head down. Ready to fire. Get to the ship. Wissen die denn immer, wo mein, wo unser Schiff ist? Ist es so offensichtlich, wo unser Schiff rumsteht? Das könnte gefährlich sein. Unterwegs. Ja, okay. Bishop hat auch keine vernünftige Waffe bei. Oh Gott, auch keine vernünftige Rüstung. Und da sind Kristalliden. Das ist gefährlich jetzt. Okay, zwei Kristalliden sind noch da. Walker, du läufst mal bitte hier hin. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht Bishop stirbt, weil ich zu überheblich war. Okay, die haben den Menschen getötet. Wunderbar. Da waren mehrere Dinge jetzt gerade falsch. Erstmal habe ich zugejubelt, dass einer der Zivilisten, die ich hier retten will, getötet wurde. Und zum anderen habe ich das betont, als wären meine Leute keine Menschen. Hat Schatzi keinen automatischen Angriff, wenn jemand in die Nähe geht? Okay, Walker, geh mal bitte hier hin. Und du kannst den da mit der Pistole erledigen. Sollte man ja wohl auch meinen, dass du auf die Entfernung triffst. So. Und Feldposten, wir haben hier immer noch einen aktiven. Die müssen wir gar nicht rausholen. Dadurch, dass diese Map sehr geradlinig ist, können wir einfach nach vorne gehen und die Leute eben direkt verteidigen. Ich gehe mal ein Stück nach vorne, um zu sehen, was die da so machen. Gabelstapler hält ja im Notfall was aus. Und bam, weg. Ich habe das Gefühl, da sind Leute beunruhigt. Ah, da ist der Zombie, klar. Nicht erledigt, das ist ja unschön. Schotzi, kommst du nah genug ran? Na gut, benutzen wir eben nochmal Sturm und Schuss. So, weg. Okay, wir bringen Walker hier hin. Wo er nachladen darf. Mega Ära, du gehst hier hin. Ich glaube, Walker kann auf seiner Position, auf der er jetzt ist, dann auch stehen bleiben. Manchmal verbringe ich eine halbe Folge damit, immer wieder hin und her zu wechseln bei der Ausrüstung und diesmal komplett vergessen.
Haben die hier etwa einen Sektopoden? Es klang zumindest nach einem Mechduiden, aber Sektopod würde ich eben auch nicht ausschließen. In jedem Falle sollten wir uns vielleicht doch ein bisschen darum kümmern, die Leute hier zu retten. So. Damit haben wir schon einen Haufen Leute gerettet. Sehr schön. Nachladen. Du gehst noch hier hin. Und lädst auch nach. Ja, und du gehst hier hin, um nachzuladen. Nicht, dass deine Waffe irgendwas ausrichten könnte. Okay, ich habe Gegner gefunden. Die haben tatsächlich einen Sektopoden. Und wir sind nicht in der besten Position, um den zu attackieren. Eventuell sind wir doch in der besten Position, um den zu attackieren, wenn wir mit dem EMP hinkommen. Hallo Leute. Oh ja, das wird schön. Oh. Und lock. Sorry. Das Wohl der vielen, ne? Hat er das überlebt? Nee, schade. Wo wir gerade vom Wohl der vielen geredet haben. Ja. Heute schießen wir mal ganz viel auf Verbündete. So, ich denke, er kann das aushalten. Also Gabelstapler. Ohne Probleme. Dadurch dürfte er nicht mal ins Krankenhaus müssen. Schotzi kann gerade nicht Sturm und Schuss einsetzen. So, einen verkrüppelnden Schuss. Ich hoffe, dass das nicht dadurch negiert wird, dass er so, sowieso schon betäubt ist. Es gibt ein paar Spiele, in denen sowas dann vorkommt. Ich glaube, ich habe mich aufs falsche Feld gesetzt. Ja, das ist das falsche Feld. Ja, okay, der konnte jetzt nicht sich direkt wieder einschalten. So, und zweiter Schuss. Wir haben uns noch nicht bewegt. Glaub ja nicht, dass ich das vergesse. Sehr schön. Schnellfeuer. Oh Gott. Wie aus dem Lehrbuch. Gut, 11 Gegner erledigt, 13 Leute gerettet. Das lief gut. Ich meine, klar, ich habe jemanden getötet. Ich habe es schon am Anfang der Folge gesagt. Ich habe es gerade ein bisschen eilig. Ich möchte die Reihe fertig kriegen. Ein weiterer erfolgreicher Einsatz. Gute Arbeit, Commander. Ja, Gabelstapler kommt mit so einer Granate ohne Probleme klar. Und auch fertig. Teilweise Deckung wird jetzt als volle Deckung genommen. Scharfrichter bringt plus Zielsicherheit gegen alle Ziele mit weniger als 50 Gesundheit. Ah, okay. Warum habe ich ihm das gegeben? Opportunist ist eigentlich viel cooler. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schlecht, aber... So, 2 Superschweber, 5 Chrysaliden, 1 Sektopod, 2 Drohnen, 16 Illyrium, 27 Alienlegierungen, 15 Waffenfragmente und 10 Meld. Warum bekomme ich den Zivilisten nicht? Ich habe ihn getötet, ich will ihn mitnehmen. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Gut, und wir lassen die Zeit weiterlaufen. Ratsbericht, ich kontrolliere gar nicht erst, wie es mit der Panik aussieht. Wir
sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Großbritannien und Frankreich sind sich endlich mal einig. Die sind sich einig, dass ich meinen Job nicht perfekt mache. Nigeria sowieso. Beiträge 1555, 15 Wissenschaftler und 16 Ingenieure. Ein Ratseinsatz ausgeführt, 3 UFOs abgeschossen, ein Terroreinsatz gestoppt, gerade eben. 3 Forschungsprojekte abgeschlossen und 3 UFOs gestürmt. Wunderbar. Kontakt, Commander. Tatsächlich. Das Spiel möchte echt, dass ich Lefebvre opfer. Tja. 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 Wir lassen jetzt nur noch weiterlaufen, bis sowas kommt. Ja, und wir können direkt den Sky Ranger losschicken. Das heißt, die sind gelandet schon. Dann machen wir das in der nächsten Ziel Menschenfang. Was? Achso, deren Ziel ist es Menschen. Ja, okay, klar, ergibt Sinn. Oh, das wird aber auch recht leicht. Sucher, Elite, Mutant, Sektoidenanführer und Ätherer. Damit kommen wir klar. Die Elite-Mutons dürften mir Gelegenheit geben, mit Omega dann die Fähigkeiten einzusetzen. Das werde ich jetzt relativ häufig machen müssen. Das heißt, sie muss ein bisschen nach vorne. Worauf sie überhaupt nicht ausgelegt ist. Gut, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir das hier machen. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.